Herzlich willkommen zu meinem neuen DayZ Video. Unter meinem letzten Video wurde kommentiert, dass ich doch auf Engel stellen soll, um das Video Memory wieder einstellen zu können, denn das war verbuggt in der deutschen Version. Das konnte ich nicht einstellen. Jetzt kann ich das Auto stellen, das war vorher anscheinend aufs niedrigste gewählt. Das ist 256 MB. Ich stelle mal auf Auto. Deswegen waren die Texturen auch so schlecht. Und jetzt funktioniert's. Habe ich irgendwann getestet. Funktioniert. Viele Views auf 75 Englisch hier alles. Okay. 4K alles eingestellt. Hat man ja gesehen. Ich gehe mal auf einen Server. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Das letzte Mal ist abgestürzt. Also ich hatte, es gibt eine neue X64 Version. Oder neu, ich weiß nicht, seit wann es die gibt. Auf jeden Fall. Es gab immer wieder mal so kleine Updates. Also 2 MB, 3 MB. Nicht so wirklich groß. Und da ist wohl was dazu gekommen. Das sieht ganz gut aus, ist Tag. Ja. Ich erwähne auch das Tag, weil ziemlich ganz schön dunkel ist das Spiel. Also in der Aufnahme ist das Spiel extrem dunkel. Auf meiner Aufnahme ist es viel dunkler als auf meinem Monitor. Auf Monitor ist es super hell, aber auf Aufnahme schwarz. Also wo ich jetzt auf dem Nachtserver kurz war. Deswegen muss ich nochmal so einen hellen Server nehmen, weil sonst sieht man einfach nichts. Genau. Spielt auf der SSD. Habe ich auch schon anzeigen lassen. Aber normal. Anzeigen lassen jetzt. Sehr gut. Wo sind wir denn hier? Auf irgendeinem. Weiß ich nicht. Gut, Grafikkarte 100%. Die ist ausgelastet. Busch. So. Oh, komm ich rein? Komm rein, so. Was haben wir hier? Hose. Topf. Hier ist Echler. Heilut. Oh, was ist denn bloß mit der Maus hier? Das hängt ja total hinterher. Was ist das denn? Das ist wie ein Laserschwert. Oder ein Flammenwerfer. -Ding. Was ist das? Hä? Achso. Was ist das? Ein Hoodie. Zieh doch an. Wenn dann doch, damaged. Dann legen wir aus der Hand. Black T-Shirt. Okay. Was war das andere, was ich hatte? Das ist ein. Ah, Teleskop-Schlagschlag. Ist richtig verstanden. Ich kann nicht auf die 1 legen. Oh, ist das kleine 4K. So. Kann ich das mal. Haha. Sehr gut. Das gefällt mir. Okay, also wir sind hier in der im innersten Gewalt hier irgendwo. Schauen wir mal, ob man hier rausfinden überhaupt. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich bin ich wieder irgendwo inmitten irgendeinem Ecke der Welt, wo erstmal 10 Kilometer lang nichts ist. Und dann ein Haus. Okay, naja. Die Hauptkerne sind gut ausgelastet relativ, also die ersten zwei. Zwei Schüssen relativ. Das wechselt sich ab. Vergesst es. Die ersten vier Kerne sind auf jeden Fall hoch. Höher ausgelastet als die Hyperthreading-Kerne. Das sind nämlich die 5 bis 8. Ich habe so eingestellt, dass die 1 bis 4 die Hauptkerne sind und die anderen die Hyperthreading-Kerne. So kann man das so ein bisschen unterscheiden. Das ist sehr gut. Okay, wieso sind wir denn hier? Weiß ich nicht. Ist mit willkommen wahrscheinlich. Also so ein Camp. Für Kinder oder so. Ja, was liegt über das Latter? Moment. Take me this. Das brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche eher einen Rucksack. Auf jeden Fall. Hallo, wenn ich gegen jemand 2,5 GB Auslastung. Davon kann man ruhig mal 500 MB abziehen. Das zieht nämlich der Desktop im Hintergrund plus die Shadowplay. Komm ich drauf. Shadowplay zieht bei mir mindestens 300 MB. Auf dem Desktop schon. Und wenn ich einfach im Hintergrund gestartet habe, 300 MB.
Ohne diese Hintergrundaufzeichnung, sondern einfach nur offen. Das ist im Treiber eingeschaltet, das meine ich. Okay. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit dieses Close im Gesicht. Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Naja. Legen wir weg. So. Moment. Soll es nicht auf dem Boden liegen? Soll es ihn nur weglegen? Ins Inventory. Ach, das ist wieder voll. Wie das Jagdmesser da drin. Nee, ist das blöd. Kann ich denn jetzt noch ins Inventar ziehen? Ja. Ha. Oder? Habe ich jetzt? Ja. Gut. Kann ich hier raus? Nach Würmern graben. Was machst du? Was macht der da? Es ist, glaube ich, nicht das, wo man... Ne. Das sieht nicht danach aus, was es sein sollte. Auf jeden Fall kommen wir darauf zurück. Das ist ja eigentlich ein Performance-Video. Oh. Okay. Ich habe nichts gesehen. Hier war nie was. Nur Leichen auf. Also wir haben 40, 50 FPS. Ja. Grafik hatte schön die ganze Zeit ausgelastet. 100%. Immer. Nicht wie in anderen Spielen, so schwanken zwischen so 98 und 100. Nun gut. Wald, 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 Wald. Es ist, der ist ja immer wieder so ein bisschen. 0,4. Oder auch mal höher. Okay. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Ich kann die Büsche beschneiden. Beim Laden hat man gesehen, dass es relativ hoch ausgelastet wurde. 180 oder so. 120, 180 bis 220. War nicht gut. Ausgelastet aber nur die Hälfte, die es eigentlich könnte. Da sieht man auch, dass die SSDs noch nicht 100% ausgelastet sind durch den Prozessor. Also der Prozessor macht ja sehr viel aus beim Laden von Spielen. Du musst nicht immer weißt, was ist denn hier los? Cut. Ab hier hört die Welt auf. Ich glaube, hier hört wirklich die Welt auf. Wo bin ich denn jetzt hier hingelaufen? Aber hier sind die FPS schön hoch. 60. Ja. Ich habe das Spiel gebrochen. Ich frage mich echt jetzt, wo ich hierher gelandet bin. Ich habe es noch nie geschafft. Also ich wusste nicht, wie das... Was da kommt noch? Kommt da nichts einfach oder... Kommt einfach nur mehr? Eigentlich müsste ja mehr geben, oder? Also ich meine... Irgendwo ist das doch. Was ist das unten eigentlich? Da ist ein Weg. Aber... Auf einmal alles weg? Was ist doch... Was ist denn hier los? Na, vielleicht sterbe ich vorher am Verhungern oder so. Okay. Das sieht nicht gut aus. Das, ach so. Entschuldigung. Kann ich hier weiter schwimmen? Nö, geht nicht. Oder? Nö, geht nicht. Ich bin am Ende der Welt. Okay, ich glaube, da, bevor wir hier irgendwie rauskommen wieder und zu eurer Stadt kommen, melde ich das Video jetzt mal. Ich glaube, es ist genug. Ich hoffe, ich spawn irgendwie nicht an normalen Weltenden oder so. Wie normalerweise spawn ich ja bei
Hier ist die Stadt. Boah. Das habe ich vergessen. Auf jeden Fall an dem Meer meistens. Dann kann ich zu einer großen Stadt laufen, aber diesmal nicht. Komisch, aber ist so. Auf jeden Fall, machen wir jetzt mal Schluss. Bis zum nächsten Video. Tschüss.